Hallo, ich bin Dr. Lex. In den nächsten 2 Minuten erhältst du die wichtigsten Informationen zum Thema Elternteilzeit. Im letzten Video haben wir bereits über die Möglichkeit der Karenz gesprochen. Nun stellen wir eine weitere Erleichterung für Elternteile vor, die Elternteilzeit. Diese kann von ArbeitnehmerInnen in Anspruch genommen werden, deren Arbeitsverhältnis seit mindestens 3 Jahren besteht, während ihre Arbeitgeberin zumindest 20 ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann eine Elternteilzeit dennoch vereinbart werden. Die ArbeitnehmerIn hat aber keinen Rechtsanspruch darauf. J arbeitet in einer Bäckerei, die 10 ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Er ist dort seit 4 Jahren tätig. Im Betrieb besteht eine Betriebsvereinbarung, die vorsieht, dass MitarbeiterInnen, die seit mindestens 2 Jahren im Betrieb beschäftigt werden, einen Anspruch auf Elternteilzeit haben. J hätte grundsätzlich keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Elternteilzeit, da die Bäckerei weniger als 20 ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Er kann sich jedoch auf die Betriebsvereinbarung berufen und somit seine Elternteilzeit antreten. Gilt dies auch, wenn J's Ehefrau F aufgrund der Geburt des Kindes in Karenz ist? Nein, eine Elternteilzeit, während der andere Elternteil sich in Karenz befindet, ist nicht möglich. Erst im Anschluss an diese Karenz kann die Elternteilzeit in Anspruch genommen werden. Kann J auch als Teilzeitbeschäftigter eine Elternteilzeit beanspruchen? Grundsätzlich schon. Es ist jedoch beachtlich, dass die Arbeitszeit um mindestens 20% reduziert werden muss. Dies kann sich nachteilig auswirken, da eine derartige Verminderung oftmals nicht gewünscht ist. Verbleibt J bei seinen gewöhnlichen Arbeitszeiten, liegt keine Elternteilzeit vor, weshalb ihm insbesondere der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz nicht zugute kommt. Möchtest du wissen, wie lang eine Elternteilzeit andauern kann oder wie ihre Modalitäten im Einzelnen festgelegt werden? Fragst du dich, bis wann der Antritt einer Elternteilzeit bekannt gegeben werden muss? Besuche uns auf unserer Website www.alix-frank.com. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast, dann hinterlass uns einfach einen Kommentar. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du immer über deine Rechte aufgeklärt bleibst.